Mit welchen Herausforderungen setzen sich Unternehmen in Deutschland heutzutage konzentriert auseinander? Nun, die Erfahrung zeigt, dass es im Kern drei Top-Herausforderungen sind. Es ist zum einen der steigende Wettbewerbsdruck, es ist der steigende Kostendruck und es sind die steigenden Qualitätsanforderungen der Kunden. Was bedeuten nun diese Herausforderungen im Kern? Sie bedeuten im Kern, dass die Anforderungen an den einzelnen... Stopp! So würde sicherlich eine wissenschaftlich-sachliche Auseinandersetzung mit einem Thema beginnen, das in der Tat einen sehr tiefen wissenschaftlichen Hintergrund hat und das in der Tat in der Umsetzung sehr viel wissenschaftliche Substanz und Struktur benötigt. Das in erster Linie aber ein rein emotionales Thema ist. Die Rede ist von Ihrer Unternehmenskultur. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Kultur gemeinsam getragener Werte, Rituale und Mythen? Wie ist es bei Ihnen? Erlebt jeder Kunde im direkten Kontakt mit Ihren Mitarbeitern eigentlich das positive Versprechen, das Sie als Unternehmen werblich nach außen tragen? Wünschen Sie sich selbst nicht häufig, dass Ihre Mitarbeiter mit dem gleichen Selbstbewusstsein, dem gleichen Selbstverständnis, der gleichen Begeisterung und Leidenschaft wie Sie selbst an die Arbeit gehen? Wissenschaftliche Studien belegen, 90% aller Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich nicht oder nicht mehr emotional an ihr Unternehmen gebunden. 90%. Das wirtschaftliche Potenzial, das dadurch nicht genutzt wird, beläuft sich geschätzt auf 200 Milliarden Euro jährlich. Was glauben Sie? Wie groß ist das Potenzial, das Ihnen als Unternehmen dadurch verloren geht? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in einem breit angelegten Forschungsprojekt zwei zentrale Treiber für wirtschaftlichen Erfolg identifizieren können: Mitarbeiterengagement und Unternehmenskultur. Eine menschorientierte Unternehmenskultur ist der zentrale Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg. Und auch wenn eine ziel- und bedarfsgerechte Kulturevolution in einem Unternehmen sicherlich viel wissenschaftliche Substanz und Struktur im Hintergrund benötigt, so fangen Sie doch am besten gleich heute an, den emotionalen Weg zu gehen. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter einmal, wie empfindest du eigentlich unsere Unternehmenskultur? Was fehlt dir in unserer Unternehmenskultur? Setzen Sie Ihre Mitarbeiter mal auf Ihren Stuhl und fragen Sie sie ganz offen, was würdest du anders machen, wenn du meinen Job hättest? Diese drei Fragen sind völlig ausreichend, um Ihnen genug Ansatzpunkte zu geben für eine kulturorientierte Organisationsentwicklung im Kleinen. Das ist nur ein erster und es ist nur ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.